Kaum eine andere Tätergruppe löst so viel Entsetzen aus wie Kannibalenmörder. Wir als normal denkende Menschen können uns einfach nicht vorstellen, wie man dazu fähig sein kann, einen anderen Menschen zu töten und zu essen. Doch immer wieder gibt es Menschen, die aus verschiedenen Gründen zu Kannibalen werden. Es folgen 7 grausame Fälle echter Kannibalen. 2017 machte die Polizei in der russischen Stadt Krasnodar eine grausame Entdeckung. In der Wohnung eines Paares wurden Gläser mit menschlichen Körperteilen und abgezogener Haut gefunden. Die Ermittler stellten auch ein Handy sicher. Zuvor wurde das Mobiltelefon auf dem Gelände einer russischen Militärakademie in der Nähe einer zerstückelten Leiche gefunden. Auf dem Handy fanden die Polizisten entsetzliche Fotos abgetrennter menschlicher Körperteile. Beispielsweise lag ein Kopf auf einem Tablett serviert. Darunter war auch ein Foto von einem Mann mit einer abgetrennten Hand im Mund. Die Mieter der Wohnung und Besitzer des Handys waren Dimitri und Natalia B. 18 Jahre lebte das Paar, das an der Militärakademie eine Wohnung gemietet hat, ein Doppelleben. Tagsüber waren sie normale Arbeiter, nachts wurden sie dann zu brutalen Kannibalen. In der Wohnung beschlagnahmte die Polizei weitere Pakete mit Körperteilen. Zudem hatte das Paar einzelne Körperteile im Kühl- und Gefrierschrank gelagert. Insgesamt gehörten die Körperteile zu 7 verschiedenen Personen. Dimitri und Natalia wurden festgenommen. Später haben sie ihre schrecklichen Taten gestanden. Dimitri behauptete, 30 Menschen getötet zu haben. 1999 beging er angeblich durch einen Unfall seinen ersten Mord. Er nahm den Leichnam mit nach Hause, zerteilte ihn und aß Teile davon mit seiner Frau. So sind die beiden auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen. Es folgten vermutlich 29 weitere Opfer. In der Küche wurden zudem Rezepte gefunden, die Menschenfleisch als Zutat enthielten. Des Weiteren gab es Fotos, bei denen zweifelsfrei zu erkennen war, dass die beiden das Fleisch gegessen haben. 2019 wurde das Paar zu langen Haftstrafen und psychiatrischen Behandlungen verurteilt. Dimitri starb 2019 im Alter von 40 Jahren. Natalia ist heute 47 Jahre alt und noch im Gefängnis. Omaima Nelson ist 1968 geboren. Sie ist ein ehemaliges ägyptisches Model. Zwischenzeitlich hat sie auch als Kindermädchen gearbeitet. 1986 ist sie in die USA ausgewandert. Dort lernt sie 1991 ihren Mann kennen. Sie war damals 23 und er 56. Bereits nach wenigen Treffen gehen die beiden den Bund der Ehe ein. Laut Omaima Nelson hat ihr Mann sie von Anfang an sexuell missbraucht. Am 28. November 1991, nachdem sie zuvor wieder vergewaltigt wurde, erstach sie ihren Mann mit einer Schere und zertrümmerte ihm dann den Schädel mit einem Bügeleisen. Nachdem sie ihn getötet hatte, begann sie, seinen Körper zu zerstückeln. Der Anblick des Blutes hat sie in eine Art Rauschzustand versetzt. Den Kopf und die Hände kochte sie, um Fingerabdrücke zu entfernen. Den Rest warf sie auf eine Mülldeponie. Berichten zufolge soll sie ihren Mann aus Rache für die sexuellen Übergriffe auch kastriert haben. Später erzählte Nelson ihrem Psychiater, dass sie die gekochten Rippen von ihrem Mann mit Barbecue-Soße gegessen hat. Im Dezember 91 wird sie wegen Mordes festgenommen. Während des Prozesses kam heraus, dass Nelson als Kind an den Genitalien verstümmelt wurde. Die sexuellen Übergriffe ihres Mannes haben ihr Trauma von damals wieder aufleben lassen. 1993 wurde sie wegen Mordes zu 27 Jahren Haft verurteilt. Allem Anschein nach kann sie das Gefängnis 2026 auf Bewährung verlassen. Dann wäre Omaima Nelson 58 Jahre alt. Tsutomu Miyazaki ist 1962 in Tokio geboren und aufgewachsen. Schon als Kind war er Einzelgänger. Seine schulischen Leistungen waren stets gut. Nie fiel der zurückhaltende Junge negativ auf. Später machte er eine Ausbildung und arbeitet in einer Druckerei. Bei Nachbarn und Kollegen gilt Miyazaki als freundlich und ruhig. Doch in ihm steckte eine Bestie. In seiner Freizeit lauerte er Kindern auf und entführte sie. Sein erstes Opfer war ein 4-jähriges Mädchen. Er verging sich sexuell an dem Mädchen. Er schnitt ihr Hände und Füße ab und versteckte sie in seiner Wohnung. Den Eltern des Mädchens schrieb er in seinem perversen Wahn einen anonymen Brief. Anschließend hat er 3 weitere Kinder entführt, getötet und missbraucht.
Die Leichen hat er zerstückelt und in der freien Natur Tokios verteilt. Einige Körperteile nahm er zu sich mit nach Hause und aß sie später. Anschließend schickte er den Familien immer Briefe, in denen er seine Grausamkeiten in allen Einzelheiten beschrieben hat. 1989 wurde Miyazaki dann auf frischer Tat ertappt, als er ein Mädchen vergewaltigen wollte. Im Verhör gestand er sofort alle 4 Morde. In der Wohnung fand die Polizei neben Körperteilen eine große Sammlung an japanischen Splatterfilmen. Einige davon haben ihn vermutlich bei seinen Taten inspiriert. Psychiater attestierten ihm eine Identitätsstörung und eine Schizophrenie. 2008 wurde er im Alter von 45 Jahren in Tokio gehängt. Über Armin Meiwes haben wir bereits ein Video gemacht. Da der Fall aber so ziemlich der bekannteste Kannibalenmord aus Deutschland ist, haben wir ihn trotzdem in diese Liste mit aufgenommen. Armin Meiwes ist in Essen geboren. Später ist er zusammen mit seiner Mutter in ein großes Gutshaus in Rothenburg-Wüstefeld gezogen. Schon als Kind stellte er kannibalistische Fantasien bei sich fest. In jungen Jahren malte er sich zum Beispiel aus, wie es wäre, wenn er einige seiner Mitschüler essen würde. Nach dem Tod seiner Mutter wurde sein Kannibalismus-Fetisch immer intensiver. Um die Jahrtausendwende herum stößte er im Internet auf ein Kannibalenforum. Dort tritt er zum ersten Mal mit Gleichgesinnten in Kontakt. 2001 trifft er sich dann mit einem User aus dem Forum, Bernd Brandes, ein Ingenieur aus Berlin. Brandes Ziel war es, von Meiwes geschlachtet und gegessen zu werden. Die beiden fuhren an jenem Tag gemeinsam zum Haus von Meiwes. Nach einem mehrstündigen Hin und Her schnitt Meiwes Bernd Brandes das Geschlechtsteil ab. Dafür hatte er extra einen Schlachtraum in seinem Haus eingerichtet. Brandes verlor aufgrund der Wunde enorm viel Blut. Spät in der Nacht kollabiert er und verliert das Bewusstsein. Meiwes hat Brandes daraufhin gemäß einer Anleitung ausgeweidet und geschlachtet. Eine Kamera filmte das Ganze. Anschließend hat er das Fleisch in portionsgerechte Stücke unterteilt und in seinem Gefrierschrank aufbewahrt. Nach und nach hat er rund 20 Kilogramm des Fleisches von Bernd Brandes verspeist. Etwa ein Jahr später, nachdem er ein weiteres Opfer im Internet gesucht hat, wird er verhaftet. 2006 wurde Armin Meiwes nach einem ausführlichen Geständnis endgültig zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Bis heute sitzt er in der JVA Kassel ein. Laut den Aussagen von Meiwes und den Videoaufzeichnungen war Bernd Brandes zu jedem Zeitpunkt mit der Tötung und der Schlachtung einverstanden. Alfred Packer wuchs in Pennsylvania auf. 1873 ging er zusammen mit 5 anderen Männern auf Goldsuche. In den Rocky Mountains herrschten eisige Temperaturen. Durch den andauernden Schneefall verirrten sich die Männer hoffnungslos. Es folgten Tage und Wochen voll Hunger und Kälte. Was dann passierte, konnte nie genau rekonstruiert werden. Fakt ist aber, dass ein Mann nach dem anderen starb. Um zu überleben, aßen die Männer sich dann gegenseitig auf. Vermutlich hat Alfred Packer einige der Männer selbst getötet, um zu überleben. Nach 66 Tagen schaffte er es als einziger lebend aus den Rocky Mountains. Seinen Freunden und der Polizei gegenüber gab er später an, aus Not zum Überleben gehandelt zu haben. Doch man glaubte ihm nicht und er kam ins Gefängnis. Aus dem Gefängnis brach er dann aus und blieb ganze 9 Jahre lang auf der Flucht. 1883 wurde er dann erneut aufgespürt und zu 40 Jahren Haft verurteilt. 1907 starb er in Freiheit, nachdem er einige Jahre zuvor aus der Haft entlassen wurde. In den letzten Jahren seines Lebens soll Packer Vegetarier geworden sein. Joe Matheny trat 1973 im Alter von 18 Jahren der US Army bei. Danach geriet er immer mehr auf die schiefe Bahn. Sein ganzes Geld ging für Crack und Heroin drauf. 1994 ermordet er eine 39-jährige Frau und vergräbt ihre Leiche. Später hat er sie erneut ausgegraben, den Kopf abgetrennt und ihn mitgenommen. Bis 1996 folgten mindestens 4 weitere Tötungen an jungen Prostituierten. Er selbst sprach hinterher von 13 Opfern. Als Motiv gab er an, dass ihn das Töten in eine Art Rausch gebracht hat. 1998 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis gesteht Matheny seinen Mitinsassen dann das Unfassbare.
In den 90ern hatte er einen Verkaufsstand, wo er gegrilltes Fleisch verkaufte. Mindestens zwei seiner Opfer hat er laut eigenen Angaben geschlachtet und das menschliche Fleisch dann mit dem tierischen vermischt. Das hat er dann seinen ahnungslosen Kunden verkauft. Die Presse nannte Methney seitdem den Barbecue-Killer. 2017 starb er im Alter von 62 Jahren im Gefängnis. Catherine Knight neigte schon als kleines Mädchen zu Wutausbrüchen. Später als Frau war sie stets mit einem Messer bewaffnet. 1974 heiratet sie. In der Ehe greift sie ihren Mann mehrfach brutal an. Unter anderem, weil er nach drei Runden Sex hintereinander einschlief. In den folgenden Jahren war Catherine in einer psychiatrischen Klinik, weil sie immer wieder ausgerastet ist und andere Menschen angegriffen hat. 1986 geht sie eine Beziehung mit einem neuen Mann ein. Sie soll den gemeinsamen Hund ermordet haben. Dadurch wollte sie ihrem Freund zeigen, was mit ihm passiert, wenn er ihr fremdgehen würde. Auch diese Beziehung scheitert an der Gewalt von Catherine. 1990 zieht sie zu einem ledigen Vater von drei Kindern. Die Beziehung wird wieder von Catherines Gewalt dominiert. Eines Nachts sticht sie aus dem Nichts mit einem Messer auf ihren Freund ein. Letztendlich stirbt er an 37 Messerstichen. Anschließend häutet sie die Leiche. Sie schneidet den Kopf und andere Körperteile ab und kocht sie zusammen mit Gemüse in einem Topf. Dann serviert sie das Fleisch auf dem Tisch für die eigenen Kinder ihres Freundes. Sie platziert sogar Namensschilder vor jeden Teller. Die Kinder sollten quasi ihren eigenen Vater essen. Glücklicherweise waren die Kinder in der Nacht nicht zu Hause. Catherine jedoch hat einige Stücke des Fleisches probiert. Nachbarn erkannten am Morgen Blut an der Haustür und verständigten die Polizei. Catherine wurde daraufhin verhaftet. Vor Gericht sagt sie aus, dass sie sich an nichts erinnern könne. 2001 wird sie verurteilt. Catherine ist die erste Australierin, die zu einer lebenslangen Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt wurde. Das waren 7 grausame Fälle von echten Kannibalen. Gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert für mehr ähnliche Videos.